Ich habe noch ein kleines Video für euch parat, denn es gibt einen garantierten Airdrop zu Viva Liva. Viva Liva ist ein Leverage-Protokoll, das auf ZK-Sync beruht bzw. im Ökosystem von ZK-Sync aktiv ist. Das Schöne dabei ist tatsächlich, dass wir halt weiterhin im ZK-Sync-Ökosystem aktiv sind und uns eben so für den potenziellen Airdrop von ZK-Sync weiter bewerben. Und auf der anderen Seite ist es so, wir sind nur im Testnet aktiv von Viva Liva. Das bedeutet, wir benutzen kein echtes Geld. Und zusätzlich ist es so, dass Viva Liva diesen Airdrop tatsächlich auch confirmed hat. Das heißt, wir werden definitiv einen Airdrop sehen und wir werden definitiv garantiert einen Airdrop bekommen, wenn wir nämlich hier im Testnet aktiv sind. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Die einzige Krux an der ganzen Sache ist, das Ganze muss relativ schnell gehen. Es wird dieses Mal keine Roadmap geben oder das Ganze in gewohnter Form, wie ich es sonst immer mache, denn der Airdrop selber ist in den nächsten Stunden nicht mehr aktiv. Dementsprechend wollte ich jetzt ganz, ganz schnell dieses Video dazu machen. Ich würde sagen, wir starten einmal rein. So, jetzt seht ihr gerade, dass ich hier auf Twitter aktiv bin und ich bin hier auch gerade auf der Twitter-Seite von Viva Liva Protocol drauf. Ich möchte euch das bloß einmal kurz zeigen, denn hier steht Viva Liva Testnet ends in 12 hours. So, wenn wir etwas weiter nach unten gehen, dann seht ihr hier Chance to earn Viva Airdrop ending in 2 days. Das bedeutet, wir haben also jetzt von diesem Zeitpunkt aus gesehen, hier sind 2 Stunden vergangen, noch etwa 10 Stunden, um den Viva Airdrop zu erhalten. Ich glaube nicht, dass es ein besonders großer Airdrop wird, dadurch, dass wir aber hier bloß im Testnet aktiv sind und kein echtes Geld einsetzen müssen, ist das eben ein Airdrop, den wir völlig für umsonst mitnehmen können und das ist eben eine schöne Sache. Das erste, was wir machen müssen, ist, dass wir Folgendes tun. Wir gehen hier ganz normal, und das ist bekannt aus ganz vielen anderen Airdrop-Guides von mir, ins Gertie Faucet PK910. Hier unten geben wir ganz normal unsere Wallet-Adresse ein, die wir hier in MetaMask drin haben. Ja, die wird hier eingegeben, dann klicken wir hier I'm not a robot und dann Start Mining. Und da geht es auch schon los, dass ihr eben Girly Ethereum oder Girly Ether ganz normal minten könnt. So, wenn ihr das getan habt, dann machen wir Folgendes. Wir gehen auf die nächste Seite und zwar zu girly.portal.zksync.io bridge. Wir gucken hier unten, dass wir im ZKSync Era Testnet aktiv sind. Wenn wir das gemacht haben, dann seht ihr hier Ethereum Girly und hier unten seht ihr das ZKSync Era Testnet. Ihr nehmt also einen gewissen Teil eures Girly Ethers und tut diesen ganz normal auf ZKSync Era Testnet bridgen. Ich habe jetzt hier schon etwas Balance drauf. Ihr geht ganz normal hin und sagt jetzt beispielsweise, wir machen jetzt einfach mal 0.01 und wenn wir das gemacht haben, dann machen wir hier Deposit und dann geht natürlich dieser Ethereum-Bestand rüber in ZKSync Era Testnet. So, der nächste Punkt, den wir nun angehen werden, ist folgendes. Denn jetzt gehen wir hier tatsächlich auf Viva Liva, also testnet.vivaliva.com. Und hier seht ihr Folgendes, denn wir haben hier die Möglichkeit, ganz normal halt Ether oder auch USDC, USDT oder auch T-Viva zu depositen. So, wir machen aber Folgendes. Wir gehen jetzt hier einmal auf das Faucet drauf und dann könnt ihr hier Folgendes machen. Ihr könnt nämlich hier einmal Viva USDC und Viva USDT claimen. Ihr solltet auch beides davon ganz normal claimen. Die Maximalanzahl, die ihr claimen könnt, sind 100 Viva USDC. Ich habe das schon ausprobiert und 50 USDC geclaimed. Ich nehme jetzt nochmal 50, mache hier ein Claim und dann wird das natürlich ganz normal hier arbeiten. MetaMask wird sich öffnen. Ihr müsst etwas Gas Fees bezahlen. Keine Sorge, wir sind ja im Testnet aktiv. Das sind keine echten Gas Fees. Gehen wir hin, warten ganz kurz und dann seht ihr, dass der Claim komplett ist. So, wenn wir das gemacht haben, dann macht ihr das Ganze auch bitte noch einmal mit USDT. Ich mache das hier auch, der Vollständigkeit halber. Gehe hier hin. Wir warten ganz kurz wieder. Machen Confirm. Und dann sollte das hier auch relativ schnell Geschichte sein. So, wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir hin. Ihr müsst nämlich hier einen Deposit machen. Ihr könnt Girly Ethereum nehmen. Das solltet ihr auch definitiv tun. Euren Ether-Bestand, den ihr halt an Girly Ether habt, ganz normal hier prozentual einfügen. Dann geht ihr hin, macht hier Confirm. Wartet wieder ganz kurz. Auch hier wird sich MetaMask öffnen. Machen hier wieder Confirm.
und dann ist das nämlich hier auch schon wieder Geschichte. Das machen wir dann auch nochmal bei Viva USDC. Auch hier gehen wir hin und sagen beispielsweise 25% davon wollen wir ganz normal depositen. Machen auch hier wieder dann gleich einen Confirm. Und das Ganze machen wir dann gleich auch nochmal mit Viva USDT. Wenn ihr das getan habt, habt ihr ja automatisch dann etwas USDC, USDT und auch Ethereum quasi hier in diesem Protokoll drin. Ihr könnt also nun hingehen und ein Staking betreiben. Das müsst ihr auch machen, also wenn ihr staken wollt, dass ihr zuerst im Lending aktiv seid. Wenn ihr nun auf Stake geht, dann seht ihr halt den Bestand, der aktuell vorhanden ist, den ihr bereits reingelegt habt. Ihr seht jetzt hier beispielsweise bei mir, bei USDT, dass ich 0 davon aktuell habe. Wenn ich jetzt auf Lend gehe und jetzt hier ein Deposit vornehme und beispielsweise einfach mal sage, wir nehmen jetzt hier 50%, machen hier einmal Confirm, dann seht ihr, dass ich die Wallet quasi erstmal bestätigen muss, dass dieser Token aufgenommen wird. Also wir müssen es approven und dann wird sich auch hier wieder MetaMask öffnen. Wir machen dann hier die Maximalanzahl einfach rein, machen Next und machen Approve. Auch hier wird das Ganze dann nochmal laden und ihr werdet dann sehen, dass sich nochmal MetaMask öffnet. Gewohnt werden wir dann hier wieder einen Confirm machen. Und wenn das dann geschehen ist, dann haben wir hier auch wieder ein Deposit vorgenommen. Wenn wir jetzt auf Stake gehen, dann seht ihr, dass dieser USD-Bestand, den ich beim Landing reingemacht habe, hier vorhanden ist. Ich gehe also nun hier hin und mache Stake. Sag dann hier beispielsweise, ich möchte 25% davon staken. Dann ist das hier wieder, dass die Wallet das akzeptieren muss. Das machen wir dann auch wieder. Machen hier dann wieder Max. Machen Next. Machen Approve. MetaMask arbeitet ganz kurz. Dann wird sich gleich natürlich wieder einmal MetaMask öffnen. Und jetzt steht es bei mir, dass ich momentan noch eine Transaktion im Pending drin habe, was eigentlich gar nicht sein kann. Ah, jetzt hat das weggemacht. Aber jetzt gehen wir hier auf Confirm. Und dann ist das Staking auch hier komplett. Auch das mit dem Staking hier macht ihr dann bitte einmal mit Ethereum und auch mit USDC. Das reicht dann auch voll und ganz, dass ihr halt für Viva Liva und dessen Airdrop euch qualifiziert und diesen dann letzten Endes auch bekommen könnt. Wie die Tokenomics davon aussehen, ist aktuell nicht bekannt, aber trotzdem, dadurch, dass wir halt bloß im Testnet aktiv sind, ist es halt eine schöne Sache, hier diesen potenziellen Airdrop mitzunehmen. In diesem Sinne, euer Steve, wir sehen uns beim nächsten Mal.